Hi, ich bin's mal wieder, Marc von Ride First und Velo Total. Und ich bin heute auf dem E-Bike Festival in Dortmund. Das ist ja schon fast eine Institution, seit einigen Jahren gibt's das. Aber natürlich war durch Corona und so alles ein bisschen weniger geworden und jetzt ist es wirklich wieder voll am Start. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie es hier so ist. Weil so ein größeres Mountainbike- oder Fahrrad-Event mitten in der Innenstadt ist ja gar nicht so häufig. Also nicht in welchen entlegenen Messehallen oder halt in einem Bikepark oder einem Wintersportort, sondern wirklich hier da, wo die ganzen Leute sind. Und damit ihr einen Eindruck davon bekommt, zeige ich euch mal, wie es hier so ist. Also ein absolutes Highlight, finde ich, schon seit einigen Jahren, ist halt der Übungsparcours. Und da gibt es nicht nur Anliegerkurven und vielleicht ein, zwei Tables, sondern auch richtige Hindernisse hier mit Baumstämmen und sowas, Paletten. Man kann aber auch normale Fahrräder testen, wie so Cargo-Räder. Ja, es gibt Doubles, Tables und ja, super, um E-Mountainbikes zu testen. Für jedes Skill-Level was dabei. Ist auch genug Platz für alle. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, die Möglichkeiten, die hier für die Leute, die hier Bikes testen wollen, einfach ein bisschen Spaß haben wollen, haben. Und ja, ein Faktor, warum man auch mit der Familie hier hinkommen kann und nicht nur Sachen angucken, sondern auch Fahrräder fahren. Sehr, sehr nice. Ja, also ein bisschen Fahrtechnik muss man ja auch hier trainieren. Das sind eigentlich Paletten ganz gut. Beim E-Mountainbike ziemlich einfach hochzufahren. Und selbst hier gibt es noch ein paar Hubbel, wo man mal testen kann. Ob die Federung ordentlich arbeitet. Tut sie auf jeden Fall. Und es gibt mehr als nur Anliegerkurven und Wellen. Ein bisschen Fahrtechnik muss sein. Der Motor hilft, wenn man selber es nicht hochschafft. Ganz wichtig immer Trackstand. Der Motor darf natürlich jetzt nicht angehen. Und dann einmal fürs Foto. Und weiter. Also. Ja, wie gesagt, nicht nur ein paar Wellen und Tables und Anleger, sondern man kann sogar auch ein bisschen sich hier fahrtechnisch fordern. Mal die Federung, Motorsupport austesten mit Paletten oder hier so ein paar kleinen Baumstämmen drin, wenn man das hier sieht. Und für jeden was dabei und wie ihr seht, ist es auch nicht so überlaufen. Auf dem Expo-Gelände ist schon ordentlich was los, aber hier ist schön ruhig und man kann in Ruhe Räder testen. Also gut hier die Lage neben den familienfreundlichen Fahrrädern, wo man auch die Kids mitnehmen kann. Hier in Hüpfburg, so ein Bungee-Trampolin, keine Ahnung, und kleine elektrische Autos. Also hier ist auch für die Kids was geboten, die könnt ihr direkt mitnehmen. So, also wenn ihr mit eurem eigenen Bike anreist und ihr habt ein hochwertiges Fahrrad, was ihr nicht irgendwo so normal öffentlich abschließen könnt, gibt es hier einen bewachten Fahrradparkplatz mit Security. Da könnt ihr es dann abschließen und ja, das ist sehr cool. So, ich hoffe, ihr habt jetzt
ein paar Eindrücke hier vom Festival bekommen und vielleicht in der nächsten Ausgabe, nächstes Jahr, wieder im Frühjahr Bock vorbeizukommen. Ich freue mich auch wieder total drauf. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ich schon mal da wart, wie ihr es jetzt so fandet im Vergleich zu den Vorjahren. Also mir hat der Testparcours sehr gut gefallen und auch ich habe einige interessante Räder gesehen und neue Produkte. Also es war echt spannend, obwohl ich jetzt schon in Düsseldorf auf der Messe war, gab es jetzt trotzdem Neuheiten. Also sehr, sehr cool und ein cooles Rahmenprogramm mit Trailshow und so. Also mir hat es echt sehr gefallen. Dann, wir sehen uns vielleicht auf der Eurobike oder in Winterberg, Willingen auf den Festivals. Bis dann.